heute den Impuls Schule der Menschlichkeit. Wir kommen ja aus der Ökonomie der Menschlichkeit und sehr oft ist der Impuls gekommen, naja, wie kann sich das mit der Gesellschaft verbinden? Und Schule ist ein ganz interessantes Thema, für mich auch sehr interessant, weil ich mich ganz schwer getan habe damals, wollte meine Kindergartentante, damals haben wir noch Tante gesagt, heiraten und merke aber jetzt immer mehr, dass ich auch meine Potenziale spüre und Potenzialentfaltung Kinder ist ganz, ganz wesentlicher Punkt und da gibt es eine schöne Verbindung. Wir haben 2019 einen Kongress gehabt, haben eine Zukunftsgemeinde aufgestellt und da war ein Lehrer, damals Schuldirektor der Volksschule Itte dabei, Andreas Wurzelner. Und wir haben gesagt, wenn wir so eine Schule der Zukunft aufstellen als Modell, dann braucht es natürlich eine Schule. Und Andreas hat uns absolut tief berührt und hat einen anderen Zugang, Andreas. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und wenn wir uns da kurz austauschen können dazu. Gern, danke für die Einladung. Ja, jetzt gibt es ja Schulen und Schulen und es gibt einen Lehrstoff, den man zu machen hat. Und Karl Forcher, der Kollege und ich waren damals in Itter, als du noch Volksschuldirektor warst und der Bürgermeister war dabei. Und das war für uns so ein Aha-Erlebnis, weil der Herr Bürgermeister gesagt hat, ja, ich habe ein Kind in der Schule gehabt und habe es jetzt mit dem Andreas und das liebt die Schule, geht gerne in die Schule. Wie hast du das gemacht, Andreas? Was ist da anders bei der Volksschule Itter gewesen damals, wie du Direktor warst? Ja, also von meiner Seite aus das andere war sicherlich dieses konsequente Anfragen, die Schülerinnen und Schüler immer wieder anzufragen, wo sehen sie denn nächste Schritte? Und nicht dabei alleingelassen zu werden in dieser Entscheidung, sondern aus dieser Perspektive der Erwachsenen, wo man schon eine gewisse Ahnung hat, in welche Richtung es gehen könnte, immer wieder hinzuschauen und die Schülerinnen und Schüler ganz stark in dieses eigene Lernen mit einbeziehen. Wenn du fragst, was das andere war, ich erlebe es manchmal so, dass Schule schon eine ganz klare Auffassung dahingehend hat, wie der Alltag stattfinden soll und wie gelernt wird. Und manchmal kommt mir vor, dass die Perspektive der Kinder da ein bisschen verloren geht. Und wir haben versucht, das an die erste Stelle zu setzen und zu überlegen, immer wieder in Kleingruppengesprächen, in Einzelgesprächen, wie schaut dein, euer Lernen denn konkret aus und was würdest du denn zu Hause dann voller Stolz gerne erzählen, was du heute gemacht hast, wo du nächste Schritte gemacht hast? Also das stand bei uns an erster Stelle. So, die Individualität, Andreas, oder? Das, genau, also das Personalisierte. Genau, das Personalisierte und so, fast schon wie Sokrates, so dieses Myotische, das Hervorbringen von dem, was eigentlich schon spürbar ist, aber vielleicht noch nicht so richtig die Umsetzung gefunden hat. Ja. Ich glaube, hat auch viel mit Ermutigung zu tun, was für uns alle so wichtig ist, oder? Ja, also es war aber dann nicht nur so dieses Bestärken, du schaffst das schon, sondern schon auch die Einladung, einmal den steileren Weg zu wählen und sich anzustrengen und einmal salopp zu sagen, durchzubeißen und sich dann darüber zu freuen, dass das möglich geworden ist, dass das erfolgreich war, diese Anstrengung. Ja. Schön. Andreas, das war 2019 der Kongress. Jetzt haben wir 2024 und wir waren damals mit Bewusst gemeinsam Leben in den Kongress. Es hat sich zwischenzeitlich eine Ökonomie der Menschlichkeit, also wirklich die Verbindung, Fokus auf Menschlichkeit, gingen davon aus, dass die Wirtschaftlichkeit folgt. Und ganz, ganz interessant, im Herbst hat mir eine Dame kontaktiert und hat gesagt, naja, ihr kriegt den Newsletter, ich verfolge das schon länger und findet das ganz interessant, wäre es ein Thema, Schulen der Menschlichkeit zu schaffen. Ich habe gar nicht so den Bezug gehabt dazu und ich habe dann gezoomt mit Linda Mugrauer. Und das war so inspirierend, das hat mich auch nicht mehr losgelassen. Und es ist immer so, wenn man der Spur dann folgt und wenn man in Richtung Ermöglichen ist und auch in die Richtung denkt, was ist möglich, dann ist es interessant. Und mir ist damals schon gekommen,
Andreas, wäre eigentlich so die Richtschnur, ist sowas realistisch, wie könnte das ausschauen? Weil was wir sehen, Hintergrund ist ja Tafel Ökonomie der Menschlichkeit. Dass wir menschlich genug sind, dass wir das würdigen, dass wir gemeinsam in einem Boot sind, in einem Prozess sind und aus dieser Wertung gut, schlecht rauskommen. Und Linda, ich danke dir wirklich herzlich, dass du den Impuls damals gesetzt hast. Du bist ja Psychotherapeutin. Was war denn der Anlass, warum du gesagt hast, Schulen der Menschlichkeit? Einmal der Hintergrund ist, dass ja die Kinder die Zukunft dieser Erde oder dieser Welt darstellen. Und in Kindern ist die Menschlichkeit ja nur ganz natürlich gegeben. Und in Schulen der Menschlichkeit sehe ich einfach die Möglichkeit, dass das, wenn sie weiterhin in ein System sind oder in ein Umfeld begleitet werden, wo sie einfach Wertschätzung kriegen, wo sie Anerkennung kriegen, wo sie eine gute Begleitung kriegen, so wie der Andreas sagt, dass sie einfach auch mal eine steilere Herausforderung bewältigen können, wo sie dann zum Beispiel auch so Fähigkeiten lernen können, wie es zahlt sich aus, wenn man einfach manchmal eine gewisse Selbstdisziplin an den Tag legt, weil ich damit einfach was Tolles erreichen kann. Und vor allem für uns Menschen ist ja das ganz wichtig, dass wir gesehen werden, dass wir gewürdigt werden, dass wir als wichtig anerkannt werden, dass wir aber auch in unserer Individualität wahrgenommen werden. Also das, was diese ganzen Bereiche der Potenzialentfaltung und Stärkung davon beinhaltet. Und wenn das sozusagen gut begleitet und unterstützt wird und das, was in einem entsprechenden Rahmen ja eh schon an vielen Orten und Stellen und Schulen eben stattfindet und wir Menschen oder Kinder verbringen einfach viel Zeit in Schulen auch, dann glaube ich, dass das ein super tolles Fundament ist, das was dann, wo diese Ökonomie der Menschlichkeit dann ganz automatisch sozusagen wie ganz selbstverständlich von denen gelebt wird. Also der Blick von mir, warum ich auf das mit dem, auf diese Idee gekommen bin mit Schulen der Menschlichkeit, ist einmal, weil ich eben das Konzept Ökonomie der Menschlichkeit oder in Menschen in den Vordergrund, ins Zentrum zu stellen, ganz wichtig und ganz toll finde. Und dass das sozusagen, wann das in unseren Kindern erhalten bleibt und die das als was Gutes erleben und was Schönes erleben, dass das dann eben, wie ich vorher gesagt habe, ganz automatisch passieren wird. Und dann ist das total selbstverständlich, dieses Miteinander. Man sieht zum Beispiel eben erleben in Schulen, eben darum ist es mir halt einfach auch diese Würdigung und Wertschätzung sowohl von den Lehrern als auch von den Schülern, auch wie der Andreas gesagt hat, dieses Miteinander den Weg zu beschreiten, auf Augenhöhe sich da einfach auch zu begegnen, ein ganz wichtiger Punkt. Und dann erlebt man das so, sagen, okay, das gehört einfach zu uns Menschen dazu, dass wir miteinander sind. Ist ja eins von unseren Grundbedürfnissen, dass wir in Verbundenheit sein wollen. Und wenn das in Schulen stattfindet und die Kinder das über Jahre hinweg, wir verbringen ja wahnsinnig viel Zeit in den Schulen, erleben und manche Kinder haben das Glück, die dürfen das schon erleben, dann ist das eine Riesenbereicherung und dann profitiert die ganze Gesellschaft davon. Genau. Wir fokussieren auf das Nährenstärkende. Du, danke, so schöne Worte, berührende, Linda. Und du hast ja 3 Kinder, glaube ich, gell? Genau, richtig. Du hast ja auch gefragt, weil die Außenwirkung ist ja die Logotafel und Schule der Menschlichkeit. Und im Innen schauen wir auch, wie geht es uns mit diesem Gefühl, das aufbauend nährend ist. Und Freude ist ja ganz was Natürliches. Und wir machen sowas wie den Freudestatus. Was haben deine Kinder da dazu gesagt? Du hast das gefragt, gell? Genau, ich habe, also 2 von meinen Kindern gehen schon, besuchen schon die Schule. Und habe die eben gefragt, wie sie das finden würden. Und sie waren beide total begeistert davon, weil die haben das Glück, sie gehen mit einer irrsinnigen Freude in die Schule und würden sich einfach sehr darüber freuen, wenn sie das sozusagen eben auch mitteilen können. Also dass das nicht nur in sich, also die haben da einfach auch ein starkes Bedürfnis, das, wie sehr es ihnen gefällt und wie wohl, dass sie sich fühlen und wie viel Freude einer das bereitet, das
in der Schule zu sein und dort eben einen Teil ihres Alltags leben zu dürfen, so formuliere ich das, wenn sie das sozusagen auch beim anderen mitteilen könnten und darüber berichten können. Also die sind ganz begeistert. Schön. Davon. Linda, so Energie da, Andreas. Du bist ja, du wirkst an der Pädagogischen Hochschule in Innsbruck sehr gern, auch wie du mir gesagt hast, du bist richtiger Wegbereiter. Diese Leuchttürme, die sind jetzt so wesentlich. Und danke nochmal für dein Engagement, auch für die Zeit, was gar nicht einfach ist bei dir, wie ich auch gemerkt habe. Wie würdest du jetzt so in der Lehrerausbildung das sehen, diese Schulen? Ich habe auch mit einer Lehrerin Kontakt von dir, in Salzburg Kontakt gehabt, die hat das super gefunden. Und wenn da so ein Logotafel drauf ist, wo man jeden Tag reingeht und Schule der Menschlichkeit so sieht, Freudestatus, wo die Cornelia Strecker von Humane Arbeit das auch super gefunden hat. Freudestatus, richtig der Ausdruck, Fokussierung auf Freude, sie unterstützen, im Team aufbauend. Wie ist das für die? Also bei mir kommt natürlich dann gleich die Frage, woran erkennt man dann eine Schule der Menschlichkeit und wie unterscheidet sich diese Schule der Menschlichkeit von anderen Schulen? Also was macht dann eine Schule der Menschlichkeit im täglichen Interagieren, in den Begegnungen anders wie Schulen, die dieses Logo nicht haben? Das würde mich dann als Frage interessieren. Und mir kommt vor, dass wir da Antworten gemeinsam finden würden, wenn ich uns dreien so zuhöre. Mir kommt vor, dass eine Schule der Menschlichkeit dann ganz stark den Fokus darauf setzt, dass die Schülerinnen und Schüler so angefragt werden, dass deren Mündigkeit gestärkt wird, dass das Selbstwert gestärkt wird, dass die Selbstgestaltungsmöglichkeiten immer wieder eingeübt werden können, dass sie gesehen werden, nicht nur von den Lehrpersonen, sondern dass es eine Kultur gibt, wo untereinander, Linda, du meintest, dass das so wichtig ist, diese Wertschätzung, Anerkennung, dass die untereinander zugesprochen wird und dass das nicht etwas Gekünsteltes ist, wir machen das nach der großen Pause 10 Minuten lang, sondern dass das wirklich der rote Faden des Schulalltags ist. Diese Anerkennung, das Komplimente aussprechen, einander unterstützen, begleiten und dass wir ein Bild vom Menschen finden in diesem täglichen Tun, das uns ein bisschen menschlicher darstellt, wie wir es bis jetzt von uns vielleicht gedacht haben. Also dass wir da leicht tagtäglich in unseren Begegnungsformen über uns hinauswachsen. Dass die Potenziale. Vielleicht, sorry, könnte ja der Freudestatus jetzt genau dieses Instrument sein, was unterscheidet. Oder? Ja, also ich kann mir vorstellen, dass ein Mensch ein Wesen ist, das mit Freude gesegnet ist. Kann ich mir vorstellen. Und dann gibt's, so wie ich das jetzt von euch gehört habe, wahrscheinlich Beobachtungsmerkmale, woran man erkennt, dass jemand sich mehr oder eher freut, wie jemand anderer, der momentan nicht dieses Geschenk gefunden hat, der Freude. Der Wittgenstein, glaube ich, meinte, die Welt des Glücklichen ist eine andere als die Welt des, also ist eine andere. Vielleicht die Welt des sich Freuenden ist eine andere. Wenn sich der Mensch freut, erlebt er die Welt und das Sein anders. Das glaube ich. Ja. Was sicher interessant ist in dem Zusammenhang, wenn man in diese Energie hineingeht, und wir haben es auch in der Wirtschaft gesehen, die da keinen Zugang haben, die selbst irgendwie merken, ja, es ist hierarchisch, es läuft nicht so rund, es ist also nicht so menschlich, sondern eher Dienst nach Vorschrift, die werden das auch sicherlich meiden. Das ist interessant, wir werden sie in ein Newsletter geben künftig und einmal einladen alle und Schulen der Menschlichkeit oder wo sie halt glauben in der Wahrnehmung, das ist eine tolle Schule, das ist schon ein Leuchtturm, das ist schon ein Vorbild, uns zu schicken und das wird ein ganz interessanter Prozess, auf den ich mich freue. Nur, wie festmachen, ist sicher interessant und ich glaube auch, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da auch vertraut und nicht bewertet, du bist zu wenig und du nicht. Ich glaube, wenn die Lehrerschaft, die Direktion sagt, ja, wir sind da schon am Weg und wir wünschen uns vielleicht auch einen Wissenstransfer, Unterstützung, dass wir uns gegenseitig nähern, ist das schon viel. Und was schon auch interessant wäre, was mir nur gerade kommt, ist, der Elternbeirat wäre sicherlich auch, glaube ich, eine ganz eine schöne und eine wichtige Verbindung damit einzubeziehen. Aber das ist natürlich ein offener Prozess. Wird auch ein Projektteam geben dazu. Und das werden wir dann sehen. Die Idee oder der Ansatz war jetzt einmal,
mal grundsätzlich zu sagen, wo ist der Zugang, dass wir mal ein bisschen Information haben. Ja, wir werden sehen, es ist ergebnisoffen. Ich danke euch einmal jedenfalls, Linda, Andreas, und wir werden weiter berichten. Und es ist ein so mich berührender Prozess, den wir da auslösen. Und ich freue mich sehr, sehr, sehr auf die Zukunft. Danke euch. Danke dir. Danke.